I don't know. It started off as a Put you, baby. They're gonna put you away. If they so sick. Put you, baby, dressed up in red. Put you, baby, mess in your head. Put you, baby, go on at night. Put you, baby, turn on the light. Oh, yeah. Was Sie hier sehen, ist einmal mehr die neueste Supergruppe aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Sex und Gewalt ist die zweifelhafte Botschaft dieser Band, die sich Plasmatics nennt und in Amerika große Erfolge feiert. Die Gruppe, von einem Sex- und Pornomanager kreiert, setzt auf visuelle Spektakel anstatt musikalische Qualität. Wendy O. Williams, optischer Mittelpunkt der Gruppe und selbst ehemaliger Pornostar, erläutert für Apropos Music das Grundsatzprogramm der Band in der Badewanne ihrer Wohnung in Eastside, Manhattan, New York. The basic idea of the group is like sex and violence. Die grundsätzliche Idee unserer Gruppe ist Sex und Gewalt. Beides war ja schon immer ein Teil des Rock'n'Roll. Die Plasmatics machen daraus eine reine No-Bullshit-Aussage. Dabei spielt auch unsere Verrücktheit eine große Rolle. Von Geburt an wird dir immer wieder gesagt, tu das nicht, tu jenes nicht, hier ist die Grenze. Und wir sagen, tu es, überschreite die Grenze. Wir selbst gehen ja auch weit über die Grenzen des Erlaubten. Wir gehen Risiken ein, so sind wir eben. Könntest du eure Bühnenshow und eure Musik beschreiben? It's pure rock and roll. It's pure no bullshit rock and roll. It's fast, hard driving, moving. It's visual. Es ist schnelle, harte, orgiastische Musik. Sie ist spontane, sexuelle Energie, konzentriert und unmittelbar. In einer halben Stunde hämmern wir 10 Songs herunter und genau das wollen die Leute. Eine spontane Erregung. Mir versetzt es einen Adrenalinstoß. Ich fühle das Blut durch meinen Körper pulsieren und bekomme eine orgiastische Erregung. Es ist einfach verdammt schön. Und so wirkt es auch auf das Publikum. Rush. And for me, I mean, you know, like it gets my adrenaline going. I can feel the blood pumping in my body. And I get this orgasmic rush. I mean, it's just so fucking wonderful. And when it works like that for the audience too. Die Leute haben es fast zu einer Religion gemacht, Sachen anzubeten, überzubewerten und zu sammeln. Wir aber zeigen, dass diese Sachen einfach nur Dinge sind. Wir zerstören sie und das ist ein wunderbar erregendes Gefühl. It's just a wonderful orgasmic feeling to be able to do this. Yeah. The only way you can change things is to preserve things. Die einzige Art, etwas zu ändern, ist gewisse Gefühle, die man in der Pubertät hat, aufrechtzuerhalten. Wir machen das. Wir haben uns diese Gefühle erhalten. Und diese Gefühle sind so verdammt stark, dass man oft gar nicht weiß, was man damit anfangen soll. Man soll sie aufrechterhalten. Wir tun das. Dadurch helfen wir mit, die Gesellschaft zu verändern.
violence has always been a part of rock and roll. It's always all through the history of rock and roll. Sex und Gewalt war immer ein Teil des Rock'n'Roll. Heute sieht man das vielleicht deutlicher. Die meisten sexuellen Elemente wurden von Männern in den Rock'n'Roll gebracht. Frauen haben nicht den Mut, sich im Rockgeschäft sexy zu geben, auf die Bühne hinauszugehen und sich zu zeigen. Jetzt ist die Welt so weit, Frauen im Rock'n'Roll zu akzeptieren. Als Elvis auf die Bühne hinausging und mit den Hüften wackelte, drehten die Leute durch. Auch Mick Jagger brachte die Leute am Anfang zur Raserei. Aber nie habe ich eine Frau gesehen, die das fertiggebracht hätte, von der ich fand, dass sie sexy sei und mich echt antörnt. In Rock and Roll, who I thought was sexy and who turned me on. Feel it coming.